Ich möchte euch beibringen, wie ein Tortilla funktioniert. Das ist eine Tab-Schalter-Aufbauvariante. Und als ersten Schritt schmeißt man den Tab auf den Boden. Als zweiten Schritt breitet man den Tab aus. Und zwar so, dass diese eine Ecke direkt an diesem Baum ist. Weil dieser Baum, der wird gleich so richtig benutzt für diese Tab-Aufbauvariante. Und das ist ganz wichtig, dass dieser Tab verkehrt rumliegt und nicht richtig rum. Der muss unbedingt verkehrt rumliegen, weil das gehört sich so für diese Tab-Aufbauvariante, dass der verkehrt rumliegt und nicht richtig rum. Für diese Aufbauvariante benötigt ihr drei Heringe. Meine alten Heringe, die schwimmen immer noch in Portugal rum. Den einen Hering kommt hier auf dieser Ecke. Der andere Hering, der kommt genau in dieser entgegengesetzten Ecke. Und dieser Hering kommt auf dieser Ecke, wo dieser Baum ist. Jetzt nimmt man einen Paracord und schiebt sich das hier in dieser Ecke rein. Und genau das hier, das spannt man jetzt direkt am Baum an. Ja, selbstverständlich ist dieser Hering abgegangen, den muss ich wieder reparieren. Fertig ist der Tortilla! So sieht diese Tab-Aufbau-Variante aus. Also es ist genauso wie ein Kuchenstück. Also wie so ein Viertel von so einer Torte. Es ist zwar nicht perfekt geworden, weil das hier so ein bisschen so ist. Ich denke, perfekt wäre es, wenn man das Ding auf einem Ast hier drüber spannt. Damit da noch mehr Platz ist. Genau, weil so hängt das so rum. Aber wenn da oben hier ein Ast wäre, und man das hier etwas höher spannt, dann wäre perfekt. Aber trotzdem, so ist auch cool. So kann man sich auch drunter chillen. Also ich würde sagen, ist sehr gut geeignet, wenn man jetzt zum Beispiel mit Sonnenschutz irgendwo auf einer Wiese oder an einem Badesee oder so chillen möchte. Genau dafür ist diese Tarp-Off-Variante geeignet. Aber man hat auch hier überall Weitsichtblick. Wenn ihr noch weitere Tab-Aufbauvarianten kennt, die ich noch nicht drangenommen habe, dann schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Weil mein Gehirn ist immer noch ein Glitch. Aber trotzdem finde ich diese Tab-Aufbauvariante chillig. In diesem Video zeige ich euch, wie ein L-Frame funktioniert. Das ist auch eine Tab-Shelter-Aufbauvariante. Diese Tab-Shelter-Aufbauvariante ist sehr ähnlich wie diese hier. Deswegen gebt euch das.